schauen, wie viel Chaos wir heute anrichten können. Das wird lustig. Wer? Ich? Niemals. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion! Beim letzten Mal haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Heute wollen wir uns um das zweite Kapitel kümmern. Seitdem die letzte Folge vorbei ist, habe ich natürlich auch einige Sachen gemacht. Ich habe Technikpunkte gesammelt. Wir sehen, ich habe jetzt noch 265. Ich habe auch schon ein paar ausgegeben, die ich nützlich fand. Habe ein paar Bezirke so weit befreit, dass wir diese Abschlussmission machen können. Aber wir wollen jetzt endlich mal wieder mit der Story weitermachen. Und ich glaube, das hier wird der Kontakt sein, den wir treffen sollen. Und da gehen wir auch hin. Und dann machen wir das meinetwegen mit Liz Green. Bist du dich kampfbereit? Los, fangen wir an. Fangen wir an. So, Liz Green ist so eine Protestantin, kennt man. Ich habe hier so ein Megafon, mit dem kann ich Leute auf meine Seite schlagen. Und dann sind das halt so meine Schläger, die mir hinterherlaufen. Die Drohne und das Ding. Ich muss auf jeden Fall schnell nochmal meine Ausrüstung ändern. Das vergesse ich nämlich immer, wenn ich das gemacht habe. Die hier, die AR-Tarnung, mag ich sehr viel lieber. Lieber unentdeckt bleiben. Die Drohne ist zwar manchmal sehr nützlich, aber in den Momenten, wo man unbedingt eine Drohne braucht und es keinen anderen Weg gibt, da gibt uns das Spiel auch eine Drohne. Hallo Bus. Ich werde ja wohl nicht von einem AR-Bus überrollt. Ich habe mir Kathleen Laus Untersuchungen mal genauer angesehen. Und es gibt da eine enorm hohe Zahl vermisster Personen rund ums EPC. Sie war da auf einer heißen Spur. Finden wir unsere Kontaktperson und gehen rein. Wenn Albion rausfindet, dass Angel zu DedSec gehört, werden sie nicht zimperlich sein. Ja gut, dann müssen wir hier einfach nur rein. Da ist diese eine Wache, aber die sollte jetzt nicht unser Problem sein. Gibt es ja noch eine andere Kamera, die hier vielleicht? Und dann kann ich hier das deaktivieren. Der fragt sich dann, hey, was ist denn da los? Was? Jemand hat den Strom unterbrochen. Ich gehe einfach unsichtbar rein und schalte ihn von hinten aus. So. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ich meine, ist auch ein interessantes Gebäude hier, das sie sich gebaut haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Outfit ist, um hier reinzugehen. Ah, das passt schon. Digga, was haben die sich hier für einen Knast gebaut? Ich habe mit Bagley geredet. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Aber ohne was Offizielles, hoffe ich doch. Ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Alles klar. Das European Processing Center. Deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte einpferchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Alles klar. Also Leute, denkt dran, hier landet ihr, wenn ihr versucht, in Großbritannien einzuwandern. Die gehen jetzt inzwischen nicht mehr so gut mit Flüchtlingen um. Gut, da ist der Homie, mit dem wir sprechen sollen. Ey, wie geht's? Was geht hier ab? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager. Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen, so wie jetzt. Jede Regierung, die sowas hinnimmt, gehört gestürzt. Wichser, hier könnten Menschen verschwinden und keiner erfährt je davon. Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. Die verdammte Mary Kelly. Was zum Teufel haben Sie und Ihre Schlägergang damit zu tun? Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig. Ich bin immer noch der Meinung, dass das ein relativ auffälliges Outfit ist. EPC-Datenbank an deine Optik. Mit diesem Outfit sehe ich weniger aus wie er zum Beispiel. Sondern mehr wie so ein Protestant. Aber wer weiß, vielleicht können sich die Leute hier drin ja auch so eine Masken zusammenbasteln. Ich meine, hier gibt es eine Menge Zeug. Hier gibt es Kartoffeln und Rüben, I guess. Gut, gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ne? Da unten vielleicht durch. Wartet auf die Abschiebung. Stell dir vor, du erwartest auf die Abschiebung. Das ist so traurig. Gut, hier wurde scheinbar jemand gefoltert und hier haben wir so einen Zettel, den wir uns irgendwann vielleicht mal, aber hier in Wirklichkeit gar nicht angucken. Geben, in der wir nach Angel Lopez suchen können. So, hier darf ich nicht sein.
Lol, wie das Ding umgefallen ist. Wer sie findet, dem spendiere ich ein Bier. Ja, wer hat denn den Schlüssel? Den Schlüssel werde ich auch brauchen. Hast du den Schlüssel? Nein. Woher wissen sie, dass ich jetzt eine Frau bin? Die haben aber ziemlich viele Informationen, nur daraus, dass da eine Person umgekippt ist, ne? Wer sie findet. Ich könnte auch ein Er sein, hallo? Hier sind wir dann wieder draußen. Hast du den Schlüssel? Nein. Na gut, ich komme ja nicht mehr raus. Na gut, dann gehen wir einfach mal durch. Ah, da kommen Leute. Okay, die gehen weiter runter, das ist gut. Oder doch nicht? Hallo, was ist mit dir denn los? Ui. Bevor du nochmal hochkommst und... Na egal, wir gehen einfach weiter hoch. Da gibt es Zeug, wo ich mit einem Spinnenbot reingehen könnte. Ich habe aber keinen Spinnenbot, stattdessen ja mein Unsichtbarkeitsding. Da hinten so ein Albion Captain. Kann ich hier einfach rein? Ich kann hier einfach rein. Das ist ziemlich offen, wenn ich hier reingehe. Und wenn ich da draußen lang gehe auch, also einfach schnell ausschalten. Auf, dass er das nicht sieht, weil er abgelenkt ist. Okay. Digga, wie doll habe ich auf dem rumgebatscht. Dem würde ich gerne die Waffen sperren. Der hat Schluck auf. Okay, komm du mal ein bisschen näher und dann lenken wir dich ab. Dann kriegst du das auch gar nicht mit. Wenn wir dich jetzt auch wegmachen. Gute Nacht. So, erstmal einen Technikpunkt mitnehmen. Ja, Mann, ich liebe Technikpunkte. So, hier müssen wir jetzt nochmal ein Stückchen runter. Hier kommen wir nicht durch, weil wir einen Schlüssel brauchen. Hier kommen wir nicht durch, weil wir einen Schlüssel brauchen. Hier vorne ist jemand, der keinen Schlüssel hat. Oh, liegt der Schlüssel dort? Ist da der Schlüssel? Haben wir hier noch eine Cam? Warum trägst du keine Bodycam, dass ich mir das Ding angucken kann? Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Oh, okay. Oh, man kann hier einfach rein. Na gut. Dann können wir jetzt den Schlüssel einfach runterladen. Perfekt. Ist ja einfacher, als ich dachte. Dann können wir da rein. Oder nicht da rein. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Ich habe nichts entdeckt. Ich gehe weiter. Sondern da rein. Und damit wir da dann raus können, müssen wir hier einmal entsperren. Das Leben ist hart, nicht wahr? So, dann gucken wir mal, was wir hier finden. Komm schon, Berkeley. Sag mir, dass du was gefunden hast. Habe ich. Seine Akte wurde wie hunderte andere aus der Hauptdatenbank gelöscht. Aber es ist alles belegt. Selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erledigt die Regierung ihren Papierkram noch ordentlich. Es gibt eine Aufnahme namens Ausgangsinterview. Ausgangsinterview. Yay. Weißt du, was wir mit Terroristen machen, Lopez? Ah, langweil mich nicht, indem du das abstreitest. Wir wissen, dass du ein DedSec bist. Denkst du, wir hätten dich zufällig mitgenommen? Ganz bestimmt nicht, Mann. Nichts zu sagen? Tja, dann wird das hier kein Spaß für dich werden, denn ich will Informationen. Der Rest deiner Zelle, wo sind sie? Ich will Namen, Orte, alles, was du hast. Haltet ihr mich für doof? Ich sage euch alles und was passiert dann? Ihr lasst mich gehen? Ich sage nichts. Ich weiß, wie das ausgeht. Oh, das glaube ich nicht. Ich werde dich den Wölfen vorwerfen. Die Kellys haben eine interessante Art, Probleme zu beseitigen. Denkt ihr, ich hätte vor ein paar Gangstern Angst? Oder vor einem Bart in der Themse? Fickt euch! Dafür bist du zu hübsch, Kumpel. Erst werden sie dich verhökern. Für Lösegeld, klar. Dann, wenn sie es bekommen haben, werden sie dich zerstückeln und in der ganzen Stadt verteilen. Was auch immer, ich komme damit klar. Du tust mir fast schon leid. Bringt ihn schon in die verdammte Klinik. Oh, shit. Klinik? Sie wussten die ganze Zeit, dass er zu DedSec gehört. Das sieht nicht gut für Angel aus. Die Klinik hält sich an die gesetzlichen Öffnungszeiten. Das heißt, jetzt ist geschlossen. Wir müssen Angel auf altmodische Weise finden und ihren CTUS-Hub hacken. Jetzt ist geschlossen, es ist helllichter Tag. Deportationsängste, schreckliche Lebensbedingungen, unerklärtes Verschwinden. Es macht fast den Anschein, als würden die Medien die Lage hier absichtlich ignorieren und lieber... Oh, sieh eine an, Beatrice Stockley, 89, hat ein neues Hobby, Kickboxen. Faszinierend. Wenn das EPC ein typisches Beispiel für menschliche Interaktion ist, dann wäre doch ein gnädiger KI-Overlord schon ein Fortschritt, oder? Oh, Mann, Klappe, Bagley. Hier ist übrigens ein bisschen Panik ausgebrochen, weil ich gerade eben geguckt habe, ob ich das Glas verschließen kann, aber ich muss wohl nur an diesen Hub hier ran. Yay! Ich habe eine AR-Rekonstruktion von Angels Untersuchung erstellt. Du kannst sie dir in der Klinik ansehen. Gut gemacht. In der Klinik ansehen?
Da muss ich hin. Ui, hübsche Klinik. Dann entsperren wir das Ding mal. Mhm. So, und so, was haben wir hier? Da muss es zurückgehen, okay. Schon entsperrt, das ging aber ziemlich schnell. Ich sollte wirklich die Wege nehmen, die mir vorgeschlagen werden. Das sind immer die schnellsten. CTOS, ja, Datenrekonstruktion läuft. Machen wir den Deal, ja? Ich kenne draußen Leute, vielleicht kann ich euch helfen. Lasst mich nur raus hier. Standardprozedur, Mr. Lopez. Aber sie werden in Kürze gehen können. Ah! Fuck, was war das? Die Wichser haben ihm was implantiert. Wir müssen näher ran. Wir haben ihm was implantiert. Die Gesichtserkennung meldet Treffer für beide. Sie gehören zu Mary Kellys kleiner Bande. Also hatte Inspektor Lau recht. Clan Kelly und Albion stecken unter einer Decke. Was für eine eklige Orgie. Mikrochips. Überzogen mit biokompatiblem Glas, um Abstoßung zu verhindern. Scheiß auf die Qualität. Es steckt ihm am Hals. Verfolgen Sie ihn? Oder Überwachung? Nein, die sind etwas ausgefeilter. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass damit eine Dosis eines unbekannten Gemischs injiziert wird. Nichts, was man an jeder Ecke kaufen könnte. Ich könnte den Weg, den er genommen hat, rekonstruieren, wenn dich der Ausgang interessiert. Gehen wir. Er muss entwischt sein. Wichser! Ihm nach, bevor es passiert! Scheiße! Er haut ab! Los, ihm nach! Oh shit, sie schließen zu ihm auf. Na los, Angel. Okay. Frischfleisch, hm? Willst du einen Drink? Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass das aus einer Badewanne kommt. Keine Sorge, die erlauben uns unsere kleinen Laster hier. Das hält uns ruhig. Okay, bleibt mehr für mich. Man darf nicht wählerisch sein. Ich habe hier schon Ärzte, Anwälte und Verkäufer gesehen. Hier drin ist jeder gleich. Was soll das heißen? Jeder von uns wird entmenschlicht. Wenn es nach den Leuten auf der Straße geht, ist die Stadt wegen uns so am Arsch. Diese Wichser können uns daher alles antun, was sie wollen. Ja, ich weiß. Und niemand tut etwas dagegen. Ach, wo ist Detzek, wenn man sie braucht? Was hast du gesagt? Ach, nichts. Bloß Tagträume. Ich brauch wohl noch einen Drink. Halte dich von den Albion-Pissern fern, Grünschnabel. Und bleib nach Möglichkeit von der Klinik weg. Okay. Gut, schön, dass ich während der Mission auch noch so die Gespräche mit den Leuten hier führen kann. Dann gucken wir mal weiter. Da hochgeklettert sind sie. Ins Gesicht getreten. Gib nicht auf! Ah! Wir haben's verbockt! Ohne Übereinstimmung wird sie uns töten! Nein, keine Sorge. Solange er nicht beschädigt ist, ist alles gut. Die Nachfrage ist hoch beim neuen Netzwerk. Hast voll recht. Wir intubieren ihn und fahren ihn zur Verbrennungsanlage. Oh. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Er ist einfach... Dieser Chip ist nicht bloß ein Peilsender. Sie haben ihn zusammenbrechen lassen. Mary Kelly treibt hier richtig üble Scheiße. Immerhin scheint Angel noch zu leben. Wir müssen ihn finden und rausfinden, was sie ihm angetan haben. Und was dieser scheiß Mikrochip damit zu tun hat. Ein bisschen zu fortschrittliche Technologie für Mary Kelly und ihren Schlägertrupp, oder? Könnte Mary zu einer fiesen Dark-Web-Hacker-Gruppe gehören, wie zum Beispiel... welche nehme ich denn da? Zero Day? Interessante Theorie, Bagley. Aber schalt deine Untersuchungsalgorithmen mal ab, ja? Angel braucht uns. Die Verbrennungsanlage, die Sie erwähnt haben, ist vermutlich die in Southwark. Sie ist quasi um die Ecke. Das ist ein nicht sehr gut bewachter Ausgang, den ich da gerade genommen habe. Aber ja, das ist... Und, Rabbi? Yes. So langsam habe ich den Dreh raus, wie man für DedSec kämpft, oder? DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Was willst du damit sagen, Bagley? Lass dich von Bagley nicht irritieren. Gute Arbeit. Okay, also wir wissen jetzt, dass die Kellys Menschenhandel betreiben, wussten wir schon. Oder dass sie ihren Sklaven irgendwelche Mikrochips injizieren, mit denen sie den Gift verpassen können, damit die umklappen. Und umklappen klingt ja erstmal noch gut. Ich dachte ursprünglich, okay, die sterben direkt, aber vielleicht sterben... wahrscheinlich werden die Chips auch in der Lage sein, die Leute zu töten. Aber guck mal, ein Trabi, welcher autonom fahren kann. Wer hat sich das denn ausgedacht? Genial. So, jetzt müssen wir zur Southwark Verbrennungsanlage. Und da können wir doch gleich unsere Bauarbeiterin hier nehmen. Die Sache ist halt... Oh, hier gibt's auch einen Technikpunkt. Wie geil. Die Sache ist, ich nehme sie zur Schnellreise. Aber ich will mal meinen... Oder ich schicke den Attentäter rein. Wir haben in der letzten Folge einen Attentäter freigeschaltet und ich will den jetzt mal benutzen.
ich habe privat auch schon diesen Attentäter hier benutzt. Ich habe ja ziemlich viel gespielt. Er spielt sich ganz gut. Das ist das einzige Problemchen. Er ist einmal von mir ausgenockt worden. Das war aber nicht meine Schuld. Also for real. Hier steht so, wie viele Male außer Gefecht? Einmal. Ich wechsle mal zu ihm. So. Alles, was ich wollte, ist mit so einem Aufzug auf das Dach von einem Haus hochzufahren. Also stand ich hier, hab den Aufzug runterfahren lassen und der hat meine Schulter so ein bisschen angedatscht und ich bin einfach gestorben. Ich dachte mir so, bruh. Na gut. Kümmern wir uns mal hier rum. Ich will auf jeden Fall den Technikpunkt haben und zuallererst gucke ich mir an, wie es da drin aussieht. Angel hingebracht. Echt reizend. Komm schon, Kopf hoch. Wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Ja, es gibt ein ziemlich gutes Kameranetzwerk und der Typ hat bessere Waffen als die, die ich bisher kannte. Ah, ich muss physisch dort sein. Na gut, wenn ich physisch dort sein muss, dann würde ich sagen, wir killen die alle. So lernt jemand fliegen. Wurde von Agent Alan Paul getötet. So, wir machen jetzt eine Menge Fallenschaffer. Es gibt so viel Sprengstoff, den muss man doch auch mal nutzen, ne? Und da oben ist noch eine Maske, die können wir auch mitnehmen. Ah, hier gibt's so viel Zeug zum Holen, das will ich mir alles holen. Ich freue mich drauf und wenn die Stockwerke wechseln, sind sie auf jeden Fall tot. Sie sind nicht nur tot, sie sind auch auf jeden Fall jetzt gut abgelenkt. Was habe ich denn noch so alles für Tools? Ah, bevor ich hier reingehe, bei dir bitte auch noch das Tool ausrüsten, dankeschön. Desert Eagle klingt natürlich schön. Wir gucken mal, wir gucken mal. Ich war mit dem Typen jetzt schon in mehreren Schießereien und einfach mal den Hitman machen. Schwer verletzt und außer Gefecht gesetzt. Okay. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Oh, 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 die kommt da glaube ich gleich. Ja. Das Ding würde ich auch noch gerne entsperren. Vielleicht ist das ja ein sinnvoller Ausweg für später. Einfach nur für den Fall. Jetzt müssen wir erstmal hochkommen und da hinten war, glaube ich, eine Treppe. Nee, eine Leiter, umso besser. Wer auch immer hier langläuft, wird weggesprengt. Bereich gesichert. Bereich gesichert. Schön für dich. Du wirst das doch bereuen, wenn ich dich hab. Mhm. Komm raus. Wir wissen, dass du hier. Na, ich geh mal woanders lang. Und da sind Kopfhörer. Yay, wir können uns eine Geschichte anhören. Mann, hör gut. Was? Was ist denn los, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Du wirst nicht glauben, was ich sehe. Fuck! Die verbrennen Leichen. Tote Menschen. Hier kommt eigentlich nie jemand hin. Perfekt, um einen durchzuziehen. Fuck! Kisten mit Organen. Was zur Hölle, Mann? Was habe ich nur genommen? Bleib cool, du bist paranoid. Einer von denen schaut her. Warte. Wo bist du? Wer schaut zu dir? Der alte Leichenverbrenner. Wow, das ist heftig. Jo, Alter. Hey. Bist du da? Okay, ja, die verbrennen ihr Leichen. Das habe ich mir auch schon denken können. Entschuldigen Sie. Okay. Das war eine knappe Sache. Dann ist da unten auch noch jemand explodiert. Schönes Timing. Bald sind sie alle weg. Und wir haben mich noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Schön. Wenn mal alles so läuft, wie es gedacht ist. Jetzt nehmen wir noch die Maske hier mit. Dieser Schwachkopf will wohl Verstecken spielen. Meine Maske gefällt mir aber gar nicht. Egal. Gehen hier runter und hier rein, weil wir es ja schon entsperrt haben. Jetzt werde ich entdeckt, nein. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen. Aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Das klingt nach einem Plan. Also im Keller sind keine Kameras? Meinetwegen. Viele Leute leben noch gar nicht mehr. Ich meine, gibt es hier überhaupt noch jemanden, der noch lebt? Oder der zumindest noch auf seinen Beinen steht? Scheint nicht so. Oh, ein Technikpunkt. Ich wollte noch einen Technikpunkt mitnehmen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Einen Augenblick. Tut mir leid, dass wir diesen Abstecher machen, aber die Technikpunkte sind wichtig. Und wenn ich den hier nicht mitnehme, muss ich hier nochmal hin und ich will hier nicht nochmal hin. Und dann ab in den Keller. Übrigens, guck mal, was für einen Move ich machen kann. So cool. Auweia. Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er wird entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Genial. Müllschacht. Ist das dein Ernst? Ach, juckt. Ich meine, solange es kein Verbrennungsschacht ist, please.
Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Okay. Caitlin, schön, dass du noch lebst. Komm schon. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Sind Sie okay? Der Typ sah aus, als wäre er bereit, Sie in Scheiben zu schneiden. Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Sekunde. Sie sind Caitlin Lau. Sie sind Polizistin, richtig? Polizeiinspektorin? Wir haben Ihre Videos gefunden. Sie haben größere Eier als ich, Mary Kelly alleine nachzustellen. Krasse Scheiße. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel, Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nicht wirklich. Ein Freund ist aus dem EPC verschwunden und seine Spur führte uns hierher. Aber das Rätsel haben wir jetzt gelöst, oder? Was für eine beschissen depressive Wendung. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Nein. Wirklich? Ich werde jemandem Bescheid geben, damit er sie abholt. Sie schlafen sich dann in Ruhe aus, okay? In der Zwischenzeit finde ich Angel und ihre Dateien. Die scheinen wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Das ist fantastisch. Hey, wir sollten gemeinsam an dieser Mary Kelly-Sache arbeiten, oder? Detzek und Inspektor Lau, Verbrechensbekämpfer. Klingt doch ganz gut. Wenn du meinst. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Ich werde hier drin warten und danke für die Hilfe. Zusammen sind wir stärker. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Irgendwas sagt mir, dass Mary Kelly bei diesen Leuten nicht auf einen natürlichen Tod wartet. Der Mixer darf nicht entkommen. Warum der... Wie entkommen? Woher wissen die, dass ich... Egal. Oh mein Gott. Ihre Gesichter sind alle... Bex, kannst du damit irgendwas anfangen? Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Okay, Foto war 9. Negativ. Shit! Wie viele Leute mussten wegen Clan Kelly durch diese verdammte Horrorshow? Wir müssen diese Operation einstampfen und Mary Kelly aufhalten. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber... hätte nie gedacht, dass Detzek in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für Detzek oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Dank. Nie wieder Schweinefleisch. Halt deine Fresse. Ich kotze, wenn du weiter... Weißt du was? Flaberst. Schlimm genug, dass wir hier ran müssen. Ich sperre deine Waffe. Lenk dich ab. Dieser Gestank bleibt klar. Schalt dich aus. Und dich jetzt auch. Hab die Waffe nur in die Hand genommen für den Fall, dass ich schießen muss. Okay, musste ich nicht. Jetzt raus hier. Sehr gut, du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Da. Detzek, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Hätte nie gedacht, dass Detzek mal mit einem Cop zusammenarbeitet. Nicht mal ein Ex-Cop. Aber ja, wir schaffen das. Gemeinsam verhindern wir, dass Mary Kelly noch mehr Leben zerstört. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information. Und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch.
Hey, Bagsy, wir müssen alle herholen, um zu entscheiden, was wir mit den Dateien machen, okay? Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Alles klar. Mission gestartet. Bloody Mary Kelly. So, wir müssen das Briefing besuchen, aber da ich nicht die Zeit habe, um jetzt noch weiter zu spielen und das Video jetzt schon lang genug dauert, würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert gern meinen Kanal. Das war's und ciao!